Ja, Und Guides einer gibt es zwei. der Maraskanerinnen, so Mujida, diejenige mit den Kriegsfächern, kommt auf Brindijan zu. Oder Schwester. Brindisian geht schon eine Weile immer so auf und ab, irgendwie bisschen neben sich. Aber da kann sie sich gerne anschließen. Ja, sie guckt ja dann kurz zu und verfällt dann in den gleichen Schritt wie du, also spiegelt dich einmal. Preise die Schönheit. Preise die Schönheit. Ich bleib da noch irgendwann stehen mit ihr. Ich weiß nicht, ob euch die Berichte bereits, naja, erlangt haben. Das waren wohl Fischmenschen. Wir haben sie in der Kombüse überrascht. Sie hatten noch etwas gegessen. Fische. Erfadarius hat davon erzählt, dass es irgendwelche entstellten Menschen gewesen waren. Weißt du genau, was es war? Keine Menschen. Also, ich Wie sahen sie glaube, denn aus? sie hatten eine silbrig-blaue, teilweise auch grünliche Haut. Wir haben jetzt nur zwei von ihnen gesehen, aber sie sahen fast identisch aus. Ich glaube nicht, dass es Menschen waren, die, naja, die jetzt nicht mehr menschlich sind, sondern ich glaube, es waren Tiere oder menschenähnliche Wesen. Sie hatten sich auch kurz quakend unterhalten, in einer sehr merkwürdigen Sprache. Ich glaube, es ist ein eigenes Volk. Geschöpfe Ruhrs, die so etwas tun? Ich weiß nicht, ob sie Großgeschöpfe sind, aber definitiv der einer Sprache mächtig und kulturschaffend, wenn man das so sagen mag, denn sie hatten nicht nur Speere, sondern auch so etwas wie Beutel aus Fischhaut. Brindilla guckt so ein bisschen ins Leere und überlegt, ob er schon mal irgendwas in der Hinsicht schon mal gehört hat. Vermutlich aber maximal aus irgendwelchen Märchen oder Legenden. Ja, also aus Sinnoh, das ist natürlich auch eine Hafenstadt. Ich würde dir auch eine Sagen und Legenden zugestehen. Tierkunde Okay, ist es dann. nicht. Könnte mal was aufgeschnappt haben. Ja. Du bist ja nicht ganz sicher. Es gibt natürlich mehrere Meeresvölker. Du konntest die nie genau zuordnen, aber es könnte sich dabei eventuell um Risso handeln. Krakonier sind definitiv größer, mit Scheren bewaffnet. Das müssten Risso sein. Es gibt viele Bücher mit Geschichten und auch die Seefahrer in Sinoda oder Tutzak haben von diesen Wesen erzählt. Es ist eigentlich ist tatsächlich ein Volk, das unter dem Meer lebt. Dort soll es sogar mehrere geben, aber nun, diese heißen wohl Risso, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Aber ich hatte noch nie mit ihnen zu tun. Ich hoffe. Und so wie du beschreibst, sind sie ja, arbeiten sie mit den Ungeschaffenen zusammen, dann können es keine Geschöpfe Ruhrs sein. Das vermute ich auch. Ich weiß nicht genau, ob sie diese Menschen aufgehängt haben und ob sie das Feuer gelegt haben, aber ich vermute, so wie sie gebaut waren, werden sie dafür zuständig sein, dass das Loch in das Innere des Schiffes gekommen ist. Hast du gegen sie gekämpft? Ja, ich habe zwei von ihnen getötet. Sie hatten sich in der Kombüse versteckt und sprangen dann Milenjida an, als sie um die Ecke ging. Haben ihr mit dem Speeren in den Arm gestochen und wir haben sie dann aus der Kombüse gebracht und kurz danach konnten wir sie dann auch im Nahkampf zwingen. Konntet ihr sie ganz normal verletzen, wie auch Menschen? Oder war etwas nun ungewohnt, als ihr sie verletzt habt oder versucht habt zu verletzen? Nein, Bruder, Schwester, sie bluten genauso wie Menschen. Das ist zumindest eine gute Nachricht. Dann kann sie an jeder bekämpfen, dann braucht es keine Magie, um sie zu bezwingen. Ich glaube, wenn sie nur mit magischen Waffen zu kämpfen wären, dann wären wir, glaube ich, ziemlich schnell gestorben dort im Inneren. Ganz genau. Naja, es ist ja wenigstens etwas Gutes, aber dann. Naja, ich werde mal die anderen davon unterrichten, was die davon halten. Auf jeden Fall reicht es jetzt offensichtlich nicht, dass wir die Augen über der Wasseroberfläche haben. Wer war das nochmal, wer verletzt wurde?
Geht es ihr gut oder ist es was Schlimmeres? Familienschieder, sie wird den Arm erstmal nicht benutzen können, so wie ich mir das angesehen habe. Beziehungsweise Jinda sagte das aber. Naja, sie wird schon wieder schaffen. Ich glaube nicht, dass die hier Waffen vergiftet waren. Gut, dann vielen Dank, Bruder Schwester. Ich werde mal mit Milin wieder sprechen, ob sie Hilfe braucht, aber das wird ja nicht die erste Verletzung sein, die sie erlitten hat. Kann ich Ihnen etwas Chiriacha anbieten? Gerne. Ja, dann greift sie noch einmal dahin, wo die anderen auch gerade dabei sind, einige Rauschmittel zu konsumieren. Als Maraskana ist das ja nichts Besonderes, sage ich einfach mal. Und sie bietet hier ein paar gräuliche Krümel an. Das ist das, was Was die anderen genau auch. ist das? Chiracha? Ein Rauschmittel, getrocknetes Kaktusfleisch, grau verschrumpelt, kleine Bröckchen. Irgendwas, wo ich jetzt völlig ausgeschaltet bin, wenn ich da was von nehme, oder überlebe ich das, wenn ich da ein bisschen nehme? Würfel mal Pflanzenkunde. Nicht Zeichen. Nee, Pflanzenkunde um das Wissen. Ah, okay. Also das Ding sorgt für eine wohlige Lethargie, sag ich einfach mal. Allerdings auch begleitet von Halluzinationen. Das Ding kann auch zu Impotenz führen, wenn man das zu viel nimmt. Aber das ist wohl sehr verbreitet. Gerade nachdem man viel Horror oder sowas erlebt hat, schaltet man sich damit sehr gerne aus. Und ja, also deine Klugheit, deine Intuition und sowas, das wird alles sehr gesenkt und du wirst danach nur noch im Weg rumstehen. Aber das ist hier wohl so üblich, gerade unter den Seefahrern. Ja, ich nehme mir dann mal so ein Portionchen. Werfe mir aber jetzt noch nicht ein, sondern für später irgendwie für meine Ruhephase, wenn ich sowieso nichts zu tun habe. Okay. Ja, und dann gehe ich zu den anderen, also vornehmlich Fadarios und Yalan. Ich hoffe mal, dass Waschat auch irgendwo in der Nähe ist. Das wäre natürlich der Idealfall. Also die hat jetzt gerade das Brot verteilt, aber wenn du irgendwie ihr so ein unauffälliges Zeichen geben würdest, würde sie halt in deine Nähe kommen und hier so ein bisschen mit den Leuten reden, aber halt. Ich merke es auch so oberflächlich, dass sie so ein bisschen die Ohren spitzt. Ja, dann deute ich dir irgendwann mal, dass du dazukommen sollst. Es wurden hier gerade zwei Freiwochen ausgerufen, also Jalan versucht, die Drogen an Bord ein wenig zuzukriegen. Was von Erfolg gekrönt ist, werden wir gleich wissen. Bruderschwestern, Sumujida hat gerade mit mir gesprochen. Sie hat diese beiden Wesen unter Deck erschlagen. Was? Die Söldner, ja, natürlich. Fischmenschen sagt einfach da raus. Genau. Nun, wie es aussieht, ist es tatsächlich eine. Naja, ich würde gar nicht zu viel sagen, weil ich mir selbst nicht sicher bin. Ich höre, das, was ich weiß, sind auch zur Hälfte Legenden. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ein Volk ist, was unter dem Meer lebt. Risso heißen sie, wenn ich mich nicht irre. Und die stehen im Bunde mit der versunkenen, mit der tiefen Tochter. Mit der Verschlingerin? Ich befürchte es. Ich Unter glaube, es war den. kein Zufall, dass sie dann auf dem Schiff waren, bevor diese Dämonenarche ankam. Unter dem Meer leben nichts als Fische, Dämonenarchen und Charybdor, verdorbene Geschöpfe. Was auch Und immer sie Delfine sind, sie und können Wale, nicht. Jalan, richtig. Delfine und Wale leben nicht unter dem Meer. Sie müssen regelmäßig zum Atmen an die Oberfläche kommen, sagt Ragnar. Und das macht sie unterschiedlich, das macht sie hier anders als die Charybdiden-Geschöpfe, die nur unter der Wasseroberfläche leben. Denn die müssen nicht atmen. Du solltest nicht so voreilig Schlussfolgern, Jalan, aber diese sind wahrscheinlich genau das, was du denkst. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dort auch Geschöpfe Ruhe sind, die für die Schönheit der Welt sind. Meine Mama hat immer gesagt, am Boden des Meeres lebt ein riesengroßes Ungeheuer, das 6 Stunden lang einatmet und dann 6 Stunden lang wieder ausatmet. Und daher kommen Ebbe und Flut. Nun, ich will nichts gegen deine Mama sagen, aber war sie schon mal dort und hat sie dieses Ungeheuer gesehen? Und wir waren mal in Valusa am Hafen.
Und wir waren mal in der Nähe von Mendena, bei den Dunkelsteins, in Feuerstein, irgendwie so, wie hieß die Baronie. Da gab's auch was. Hi, ja, das sehen wir uns gar nicht. Solltet ihr den Männern erzählen? Obwohl, vielleicht nicht heute. Ich glaube, sie sind etwas. Ich glaube, die Männer wollen oder können heute gar nichts mehr hören. Zusehen, dass wir in 3 bis 4 Tagen in Valusa sind und das Schicksal der Woge von Nersand berichten können. Ja. Aber, das wird etwas lauter. Aber Kapitän, welches ist denn euer Lieblingslied? Ich meine, wenn wir demnächst mal etwas anstimmen wollen. Mein Lieblingslied ist das vom wandernden Ritter. Kapitän, ich glaube, wir haben ein Problem. 3 bis 4 Tage? Myria, schaut nochmal zur Karte. Wir haben heute den 29. Firun, oder? Richtig. Wann sollten wir in Valusa sein? Am 8. Am 8.? Am 8. Dann habe ich das am nicht 4., richtig... Am 4., oder? Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, am 3. Das heißt, wir haben noch 3, 4 Tage. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn sich die Leute jetzt hier mit Chiriacha und Rauschmitteln und Alkohol, sie schaut dabei einmal so ein bisschen giftig in Richtung zu Wascher, naja, die Nebel, die Sinne vernebeln. Ich glaube, wir sollten eher Überstunden machen. Tja, dann müssen sie die Überstunden wohl danach machen. Die Männer haben gerade eine Begegnung mit einer Dämonenarche überlebt. Ich bin geneigt, ihnen die zwei Schichten freizulassen. Es bringt nichts, mit halbmotivierten Seglern zu fahren, die jeden Moment nachdenken, ob es nicht sicherer ist, sich ins Wasser zu stürzen. Aber Myria hat schon recht, zu spät kommen sollten wir auch nicht. Sonst ist die ganze Fahrt umsonst. Um Himmels Willen, dann fahrt das Boot doch alleine mit besoffenen Seglern. Dachte ich mir. Heißt das, ihr wollt kein Kapitän mehr sein, Jarlan? Wenn du nicht gleich unter Deck verschwindest. Ich gehe schon irgendwas abschreiben. Also, ich denke, das Lied Preis der Seefahrt ist eins, was die Stimmung immer gut heben könnte. Ja, wie gesagt, lasst den Leuten ihre wohlverdiente Pause, kürzt das auf 6 Stunden, sie merken es eh nicht, und dann wird weiter gesegelt. Hi. Hilft nichts. Myria hat recht, wir müssen weiter. Gut. Ihr werdet die nächsten paar Tage alle Hände voll damit zu tun haben, die Mannschaft zu motivieren, damit volle Geschwindigkeit rausgeholt wird. Denn wir haben jetzt den 29. Firun früh am Morgen gehabt und ihr habt noch ungefähr 30 Stunden der Seefahrt vor euch. Und wenn ihr nur den halben Tag segelt, dann wird das relativ lange dauern. Ihr müsst also dementsprechend die Mannschaft motivieren. Ich versuche das. Ich kümmere mich darum. Ihr kommt sonst nicht rechtzeitig an. Ja, Washa gibt sich alle Mühe, weil ich sonst von Seefahrt nicht wirklich verstehe und insofern nicht wirklich viel anderes zu tun habe, außer kochen und motivieren. Insofern würde ich versuchen, mich darum zu kümmern. Und wenn das bedeutet, dass man hier und da mal einen Kopf tätschelt, einen Arm streichelt, dann ist das so. Das hat man mit Rodrigo also abgesprochen. Insofern, ja. Ich übernehme das. Ja, wie denn? Also, einfach nur mit gut zureden ist es nicht getan. Ja, ich hatte dir ja schon mal gesagt, ich würde auch Jalan sonst mal zur Seite nehmen, ihn auch fragen, ob man während der Pausen vielleicht mal tanzen soll, ob das auf dem Schiff angebracht ist, weil Bosch hat da keine Ahnung von. Die ist noch nie um Schiff gefahren, so. Jalan hat da auch keine Ahnung von, der tut das Einzige, du bist der was... Richtig, Jalan tut das Einzige, was er als Ritter kann. Er steht an Deck und brüllt die Niederen an, wenn sie nicht so viel leisten, wie sie sollen. Es wird dann, wenn Hände fehlen, nochmal selbst angepackt, aber ansonsten wird die altadelige Motivationsmethode von Schreien und Schlägen angewandt. Ja, Wascher, ja dann Zuckerbrot und Peitsche. Davon habt ihr doch sicher schon gehört. Ja? Wir haben weder Zucker noch Brot an Bord. Und wenn sie nicht bald fahren... Kapitän, ich hab da einen Vorschlag.
Nun, wir müssen ja erst einiges an Tempo rausholen und vielleicht wäre so etwas wie eine Übung gut, sodass die Männer genau wissen, was im Fall der Fälle passieren soll. Also, dass sie schon den kommenden Befehl, zum Beispiel Segel setzen, erwarten, sich an die richtigen Stellen begeben und dann im Nu die Leinen und die Taue festgezurrt haben, die Segel setzen und das Ruder in die richtige Richtung ausrichten. Verdammt, ich will nicht respektlos erscheinen, aber wir haben die Männer gerade wieder halbwegs von ihrer Angst runterbekommen. Wenn wir ihnen jetzt eine Notübung geben, dann werden sie die ganze Zeit in Alarmbereitschaft sein und werden wahrscheinlich noch aufgeregter und ängstlicher sein. Ich meine, meint ihr wirklich, dass es zur Moral der Mannschaft beiträgt? Nein, nein, wir sagen ihnen ja nicht, dass eine Dämonenarche bei uns im Rücken ist, sondern dass es eine Übung ist, für falls so etwas nochmal passieren sollte und dass es doch jetzt eine sichere Gelegenheit ist, so etwas zu üben. Warum verwenden wir nicht das altbekannte Motivationsmittel von Söldlingen und Tagedieben, Gold? Wir sagen ihnen einfach, wenn wir in 3 Tagen in Balusa sind, kriegt jeder für diese 3 Tage doppelten Sold. Das können wir uns gar nicht leisten. Natürlich können wir uns das leisten. Weil wir so gut rechnen können, ja, dann guck dich das ein bisschen skeptisch an. Ich kann nicht rechnen, aber die auch nicht. Und vor allem wissen die nicht, wie viel in unserer Kasse ist. Ja, wisst ihr das denn? Genug, um noch einen Monat lang zu segeln. Ihr wollt also das ganze Geld dann in Valusa auf den Kopf hauen? Weil wir haben nicht mehr so viel. Denkt an die 50 Dukaten, die wir zahlen mussten. Ich glaube nicht, dass der doppelte Sold für 3 Tage uns dermaßen arm macht. Bin Dijan? Also reichen müsste es auf jeden Fall. Außerdem müssen wir ja nur die Matrosen mit doppeltem Sold bezahlen und nicht die Söldner. Ich glaube, die Stimmung bei den Söldnern ist auch nicht viel besser, aber... Die Stimmung bei den Söldnern ist egal, solange wir nicht geändert werden. Ja, dann ich bin jeden Tag zwischen diesen Menschen. Sie halten sich von euch eher fern, mit mir reden sie. Und sie sind nicht gerade besonders... Was soll ich sagen? Vertrauensvoll. Natürlich nicht, Wascha. Du hast da vielleicht nicht so viel Erfahrung, aber es sind Söldner. Abschaum. Tagediebe. Sie müssen dich nicht mögen, sie müssen nur für ihr Geld arbeiten. Ich bin mir sicher, seine Wohlgeboren von Riedkötter wird schon dafür sorgen, dass alle wissen, wo ihr Platz ist. Außerdem, wenn den Söldnern erstmal ein Feind im Weg steht, ich meine, wenn sie etwas Angst haben, das ist auch immer ein guter Motivator. Wisst ihr, Jalan, ich spreche euch da nicht rein. Rodrigo hat gesagt, ihr seid jetzt der Anführer auf dem Schiff und das akzeptiere ich, aber ich habe euch einen Rat gegeben und wenn ihr den Rat nicht befolgen wollt, dann... Na, Jalan packt sich kurz an den Nasenansatz, atmet kurz durch. Gut, verzeiht Wascha. Was würdet ihr tun? Ihr scheint euch ja mit der Mannschaft ein wenig mehr näher gekommen zu sein, als ich es bin. Ich sage einfach nur, ich würde sie mehr motivieren. Eure Ansprache, die ihr gehalten habt, bestand aus 3 Sätzen. Ich meine, sie müssen euch vertrauen, sie müssen euch als Führer akzeptieren, weil ihr Captain seid. Und nur weil ihr Captain seid, euch anzuerkennen, ist was anderes. Sie müssen hinter euch stehen, denn im Notfall müssen sie euch vertrauen, wenn ihr Befehle gebt und nicht alle vor Angst wegrennen. Ihr müsst versuchen, nicht eine Bindung aufzubauen, aber zumindest als Anführer, naja... Ah, Senores, Verzeihung, dass ich störe, nicht wahr? Aber die Männer murren. Ich bin Mannschaftssprecher und die Männer wollen etwas mehr Pause. Ihr habt in den letzten paar Tagen etwas herumgeschrien, nicht wahr? Und ich denke, wir können das Tempo so nicht halten. Gut, Ogdanten, setz dich doch erst einmal. Ich gucke ihn sehr wissend an, etwas selbstzufrieden. Setz dich erst einmal... Und erzähl in Ruhe. Ich weiß, ich habe die Männer ein wenig geschunden in letzter Zeit. Wo liegt denn das Problem? Außer in den langen Schichten. Ja, die langen Schichten sind das Problem, Kapitän. Ja, wir haben uns entschieden, in der blutigen See, dem gefährlichsten aller der Weltmeere zu kreuzen. Aber wenn wir hier mit doppelten Schichten arbeiten, dann müssen wir auch doppelt bezahlt werden, nicht wahr? Ich werfe Wascha einen wissenden Blick zu. Nun, selbstverständlich, genau darüber reden wir ja gerade. Ausgezeichnet, Kapitän.
Ich denke, Valusa ist in einiger Entfernung, aber wir können das Ziel hochmotiviert erreichen. Das ist nicht so sehr das Problem, aber er reibt sich so ein bisschen über die Hände. Ah, das Holz muss natürlich stimmen, nicht wahr, Kapitän? Natürlich. Arbeit, ehrliche Arbeit, muss auch ehrlich bezahlt werden. Na, gib mir einfach, sagen wir, 10 Dukaten und ich rege den Rest. Ich kann die Männer gut motivieren, nicht wahr, Kapitän? Und dann macht ihr euch nicht die Hände schmutzig. Und wenn sie mich nicht mögen, ist das etwas anderes, als wenn sie den Kapitän nicht mögen. Es wäre ja nicht auszudenken, wenn Elmar Hakenhand demnächst hier meutert, nicht wahr, Kapitän? Erstens weiß ich nicht, für wen ihr mich haltet, aber um dir die Hände schmutzig zu machen, bin auch ich mir nicht zu fein. Ja, wollt ihr euch die Peitsche von mir nehmen, Kapitän? Zweitens, höre ich da eine unterschwellige Drohung heraus? No, Kapitän, das ist nicht meine Drohung, nicht wahr? Aber man muss die Männer bei der Stange halten. Pascha, alias Brindisian, Meinungen, Vorschläge, Meuterei, sucht euch was aus. Ich bin ja selbst nur ein einfacher Frau aus der Küche, Herr, guck mal zu, guck dann rüber. Natürlich ja, seid ihr das. Und der Soldat wird durch den Magen motiviert. Also, überlegt euch was. Ja, ich finde, den Doppelten sollte ist gut. Ich sag abermals, ich finde, man müsste die Stimmung generell verbessern, nicht nur durch Geld. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder in die Küche und überlasse es den Herrschaften, die Ahnung davon haben, klar. Verneige mich nochmal vor dir, werf da nochmal einen Blick zu und dann. Hasta luego, Señorita. Die Männer dienen den Göttern, wie will sie sie denn sonst noch motivieren? Es gäbe ein höheres Ziel, dem man dienen könnte. Die Männer dienen dem Batzen, Senior. Ich fürchte es auch. Könnte sich ein Beispiel an seiner Gnaden Priorant annehmen. Priorant, verzeihen. Herr Kapitän, ich habe euren großen Säckel gesehen, als ihr die Oronis bezahlt habt bei Elberum. Und ich denke, mit dem ein oder anderen Geld kann ich die Mannschaft schmieren, sodass wir das Ziel unter Zeitdruck auch erreichen können. Bogdan, kennst du dich eigentlich mit den mit dem üblichen Sold hier von den Matrosen aus? Ich meine, wir zahlen ihnen schon mehr als üblich ist und für das, was sie bisher geleistet haben. Und sie leisten nicht mehr als üblich ist. Richtig. Ja, da hättet ihr vielleicht bei eurer Auswahl im Hafen etwas genauer hingucken müssen, Seniores. Ja. Ich weiß natürlich, was ich tue, aber der Rest sieht mir sehr entweder verbraucht oder unerfahren aus. Da hast du recht. Vielleicht kannst du ja den Leuten freundlich mitteilen, dass die sich gut schlagen, weiter mit dem Lohn oder auch mit einem erhöhten Lohn auf diesem Schiff dienen können. Aber ja, die sich nicht bewähren, da müssen wir uns neue Leute suchen. Ja, aber Signoras, ihr habt uns bereits für 30 Tage bezahlt. Ja, wir segeln euch so oder so nach Valusa, aber unter diesem Zeitdruck wird das wohl nichts. Mir soll das egal sein. Ich segel 30 Tage für euch und danach. Brigian, ich weiß, du kennst dich mit Seefahrt auch nicht mehr aus als wir anderen. Hast du etwas zu sagen? Ansonsten bezahle ich den Mann. Ich finde, das sollte von uns kommen. Das Angebot mit dem Lohn sollten wir der Mannschaft geben. Natürlich, ich werde es der Mannschaft dann auch gleich unterbreiten, aber ich denke, es würde auch Ogdans Position als Mannschaftssprecher, und ich bin mir sicher, darauf ist er sehr scharf, ein wenig festigen, wenn er derjenige ist, der es dann tatsächlich verteilt. Weil das Gold kommt, weiß die Mannschaft dann ja. Macht der Mannschaft ein Angebot, denn wenn 2 Tage in Valusa sind, kriegen sie einen doppelten Sold. Nehmen die Söldner auch noch herein, wer sich in der Lage fühlt, als Matrose auf dem Schiff mitzuhelfen, soll den gleichen zusätzlichen Sold kriegen. Vielleicht haben wir da sogar ein paar zusätzliche Männer dabei. Bogdan, ist das akzeptabel? Si, si, Signor. Mo Capitan. Gut. Dann ist es wohl so. Ja, dann macht er noch eine Handbewegung im Sinne von ihr seid entlassen. Und er hebt sich. Tritt vorne an die Reling und wartet kurz, bis Ogdan wieder seinen Platz unter der Mannschaft eingenommen hat. So sei es. Männer! Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind wir in einer gewissen Eile, Valusa innerhalb der nächsten 2 Tage zu erreichen.
Sollten wir dies tatsächlich schaffen, bin ich bereit, jedem von euch, zum einen für die gute Leistung, zum anderen, weil ihr natürlich längere Schichten schieben müsst, für den heutigen Tag und die nächsten beiden den doppelten Sold zu bezahlen. Mannschaftssprecher Ugdan wird diesen dann nach unserer Ankunft unter der Mannschaft austeilen. Oh, als wär's damit gegessen, nickt er nochmal Rodrigo, der vermutlich auch irgendwo in der Mannschaft steht, zu und wendet sich wieder ans Achterdeck. Ja, die Matrosen springen drauf an. Alle Maraskanerinnen werden ebenso auch als Seefahrerinnen dann in die Säge steigen. Die wissen, was sie tun, auch mit dieser Dolche. Das kriegen die hin. Die anderen mittelreichischen Söldner würden zwar helfen, aber sie haben keine Ahnung. Und dementsprechend klappt das. Ihr könnt dann die Geschwindigkeit aufrechterhalten und würdet dann auch rechtzeitig in Valdusa eintreffen. Ich möchte in dieser Zeit drei Dinge tun. Zum einen möchte ich unter der Mannschaft hin und her wandern, natürlich ab und an gucken, ob die auch alles richtig machen. Besonders möchte ich aber mir mal anschauen, wie die Fertigkeiten von Ugdan und von Helmer Hakenhand so sind. Also wie souverän die sich bewegen. Die beiden sind mit Abstand die besseren Leute. Also Helmer auch? Ja, Helmer auch. Okay. Also den kannst du natürlich auch irgendwann verstoßen, wenn du willst. Gerade in Valusa, jetzt auf der offenen See nicht. Aber das ist auf alle Fälle einer, der zusammen mit Ugdan genau weiß, was er tut. Das sind keine Q2-Mannschafter, sondern Q4. Richtig, deshalb wollte ich mir ein Bild davon machen, was die beiden können. Ja. Und ja, das waren die ersten beiden. Dann möchte ich in einer Freischicht vermutlich unter Deck gehen und mich mal zu seiner Gnaden Pyrosan an den Tisch setzen. Ja, euer Gnaden. Mein Kapitän? Ich muss gestehen, ich frage mich, seit wir in Kunchom weg sind, was führt die Inquisition von Kunchom nach Valusa? Ich werde mit meinen Unberührbaren den Kampf in Reinefurten aufnehmen. Das heißt, ich werde nicht lange in Valusa bleiben, sondern direkt von dort aus vorstoßen in die Schwarzen Lande. Nach Tobrien sogar. Freut sich doch anzuhören. Ich hoffe, ihr könnt in unser aller Namen einen Unterschied machen. Und so wie ich höre, wie gewisse Leute mir mitteilen, zumindest hat sich die Front an der Tobimora festgefressen. So ist es. Wir sind froh, dass wir mit Reinefurten einen allerletzten Stützpunkt in Weiß-Tobrien haben. Der Rest ist leider sehr, sehr stark umkämpft, muss man sagen. Selbst die weiße Stadt Beilung. Ich fürchte, dass während sich die Krieger von Wahrung wieder und wieder aus dem Boden erheben, weiß Tobrien nicht denselben Luxus genießt und irgendwann niemand mehr da ist, der kämpfen kann. Nun gut, ich hoffe, dass der goldene Falke euch zum Sieg trägt. So wie immer. Um unser aller Willen. Ja, und damit macht sich Alan wieder an Deck, denn vermutlich muss wieder irgendjemand auf die Schnauze kriegen.